Er ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und doch hat die Zeit davor sein ganzes Leben bestimmt. All seine Kraft steckt er eigentlich in ein Thema, und zwar so sehr, dass manche in der Gesellschaft und auch in der Politik sich hin und wieder mal genervt fühlen von ihm. Aber genau deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland, Roman Rose. Herzlich willkommen, Herr Rose, hier beim Kamingespräch von Phoenix. Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Kamingespräch aus der American Academy in Berlin. Herr Rose, ich bin heute Morgen in dem Ort, in dem ich wohne, losgefahren zum Flughafen durch die leeren Straßen. Der Ort heißt Ingelheim am Rhein in der Nähe von Mainz. Und da erstand vor meinem inneren Auge gewissermaßen das, was ich in den letzten Tagen gelesen hatte in Vorbereitung unseres Gesprächs, dass nämlich am 16. Mai 1940 Männer, Frauen, Kinder, Sinti und Roma abgeholt wurden in Ingelheim. Ganz früh am Morgen, in den frühesten Morgenstunden. Man hat sie nach Mainz gebracht zum Bahnhof um 9 Uhr morgens, 1940 war das. Und hat sie dann in ein Sammellager gebracht, Hohenasperg. Was war da los 1940? Was lernen wir aus dem, was an diesem Tag geschehen ist? Also 1940 wurden ca. 3000 Sinti und Roma, das war die erste familienweise Deportation unserer Minderheit, in die, also nach der Besetzung Polens, in die Lager und Ghettos des Ostens. Das waren Männer, Frauen und Kinder, denen man gesagt hat, sie würden nach Polen kommen, um dort in der Landwirtschaft zu arbeiten. Es würde ihnen dort nichts passieren. Die Menschen haben das überwiegend geglaubt. In Stuttgart, wo der Transport dann abging, kann man noch auf alten Fotos sehen, wie die Leute mit ihrer Sonntagskleidung auf dem Bahnhof gestanden sind, natürlich unter der Bewachung von Polizei und SS. Und man sieht, wie die Leute noch aus den Zugfenstern herausgucken, die Kinder herausgucken. Und es fehlt eigentlich nur noch, dass man die Hand hebt, um zu winken. Die SS guckt zu. Und die Leute sind getäuscht worden. Sie sind nach Polen gekommen und waren dort in den Ghettos. Viele sind dort umgekommen. Später gingen weitere Transporte unserer Minderheit eben in die Konzentrations- und dann auch in die Vernichtungslager wie Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Chelmo und so weiter. Und sie wurden dort in diesen Vernichtungslagern dann systematisch und planmäßig ermordet. Was mich daran so überrascht hat, ist, das war 1940, im Mai 1940, wo man, sagt man jedenfalls, noch nicht flächendeckend in Deutschland so etwas schon erlebt hatte. Waren das die ersten Ansätze? Und es wurde offenbar schon so bürokratisch, akribisch in einer Art von Maschinerie durchgeführt, wie es dann später auch kennzeichnend wurde für die Vernichtung von Juden, von Sinti und Roma und vielen anderen. Herr Thebesen, der erste Transport jüdischer Familien war, glaube ich, im Februar auch 1940 von Stettin aus, also vom im Osten aus, und von Sinti und Roma, wie gesagt, im Mai. Der Holocaust an unserer Minderheit war kein Anhängsel der Shoah. 500.000 Sinti und Roma sind im nationalsozialistisch besetzten Europa ums Leben gekommen. Und dieser Völkermord ist genauso bürokratisch und systematisch durchgeführt worden wie der an den Juden. Dafür hatte das Reichssicherheitshauptamt ebenso seine Zuständigkeit. Und weil der Völkermord an unserer Minderheit für die Nazis etwas schwieriger war, weil die Selektion war nicht einfach, weil Sinti und Roma waren katholisch überwiegend, der Rest war protestantisch. Bei den Juden war das Selektionsmerkmal natürlich die jüdische Religionszugehörigkeit, von daher war es einfacher, hat man Genealogien angelegt, die bis zurück ins 16. Jahrhundert gingen. Und auf der Grundlage dieser Genealogien hat man dann Rassegutachten gemacht. Dafür war die Rassenhygienische Forschungsstelle in Berlin zuständig, die direkt dem Reichssicherheitshauptamt angegliedert war und zuständig war für die Rassereinheit des deutschen Volkes. Und da hat man dann Einteilungen vorgenommen, dass ein Halb, ein Achtel Zigeuner, also wenn unter
8 Großelternteilen einer, der zwischen war, der der Minderheit angehört hat, galt als rassisch minderwertig und sollte dem Vernichtungsprogramm zugeführt werden. Sie haben es vorhin angesprochen, es waren ja in Mehrheit Katholiken unter den Sinti und Roma in Deutschland. Ihr Vater, Oskar Rose, hatte sich im Zeitraum 40er Jahre, 42, 43 in München ganz offenbar unter einen falschen Namen versteckt, um dieser Deportation zu entkommen. Ganz neu aufgetaucht ist offenbar eine Aktennotiz aus den Unterlagen, den Dokumenten von Kardinal Michael Faulhaber in München, die belegt, dass ganz offenbar ihr Vater versucht hat, die katholische Kirche, allen voran Kardinal Faulhaber, auf das aufmerksam zu machen. Ich habe hier mal das Zitat mitgebracht. In dieser Tagebuchnotiz vom 5. April 1943 steht: Bei Sekretär ein Zigeuner namens Adler, so war der Name ihres Vaters zu diesem Zeitpunkt, der Deckname, katholisch. Die 14.000 Zigeuner im Reichsgebiet sollen in ein Lager gesammelt und sterilisiert werden. Die Kirche soll einschreiten. Will durchaus zu mir. Nein, kann keine Hilfe in Aussicht stellen, schreibt Kardinal Faulhaber in seiner Tagebuchnotiz. Warum? Da kommt doch einer aus der katholischen Glaubensgemeinschaft zu seinem Kardinal und der lehnt ihn einfach ab. Er will ihn noch nicht einmal sehen. Wie erklären Sie sich das? Also das war natürlich auch für meinen Vater eine tragische Erfahrung. Unsere Familie ist eine sehr katholische Familie. Wir waren sehr eng mit der katholischen Kirche verbunden. Mein Vater hat auch sein persönliches Überleben auf seinen Glauben zurückgeführt. Und der Versuch meines Vaters 1943, natürlich die Kirche zu motivieren, eben dagegen einzustreiten, die Kirche hatte ja auch Möglichkeiten, das hat man ja im Falle auch der Euthanasie gesehen, dass die Kirche ihre Stimme erheben konnte. Mein Vater hat immer gesagt, dass er nach diesem Gespräch, das er mit dem Sekretär von Kardinal Faulhaber geführt hat, den Eindruck hatte, München so schnell wie möglich zu verlassen, weil er geglaubt hat, dass von seitens des Kardinals die Gestapo informiert wird. Kardinal Faulhaber, das weiß man heute auch, hat im Ersten Weltkrieg Kontakte als Soldat Kontakte zu Roma gehabt. Und das, was er über Roma geschrieben hat, das war ja auch nicht gerade etwas, was man eben einem Kirchenvertreter zumuten würde. Ja, es gab offenbar damals ja auch eine Diskussion in der Bischofskonferenz. Auch darüber gibt es mittlerweile Dokumente, Unterlagen, aus denen man weiß, dass einige Bischöfe das, was in ihrem Gebiet vor sich ging, mit großer Sorge sahen, insbesondere weil Sinti und Roma auch Katholiken waren. Sie haben das auch weitergemeldet an den Chef der Bischofskonferenz. Man hat offenbar auch unter den Bischöfen darüber gesprochen. Auch ihr Vater hat noch mehrfach Briefe geschrieben an verschiedene andere Bischöfe. Aber ganz offenbar haben die Bischöfe, die die Sorge hatten, die auch aufforderten, eigentlich, da müssen wir was tun, da müssen wir was unternehmen, sich nicht durchsetzen können. Waren die katholischen Bischöfe, war die katholische Kirche zu feige damals? Also Sie haben es eben richtig angesprochen. Es gab Vertreter der Kirche, Bischöfe, zum Beispiel der Hildesheimer Bischof, die sich in dieser Frage sehr engagiert haben. Den damaligen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Bertram in Breslau, aufgefordert haben, dagegen etwas zu tun, dass hier Brüder im Glauben von der Gestapo, von der SS abgeholt werden, dass Kinder aus Heimen herausgenommen werden, um deportiert zu werden. Und man müsse dagegen die Stimme erheben. Das Einzige, was die Kirche in diesem Zusammenhang getan hat, war der Verweis auf die 10 Gebote. Das war natürlich du sollst nicht töten. Enttäuschend. Ja. Und man muss dazu sagen, dass die Kirche auf der anderen Seite natürlich auch ihren Beitrag geleistet hat zur lückenlosen Verfolgung unserer Minderheit. Die Menschen waren integriert, die waren Arbeiter, Angestellte, Akademiker, es waren Leute, die sogar an der Ostfront als Soldaten standen. Und dann hat man die Genealogien auf der Grundlage von Taufscheinen, ja, Eheschließungen, also die Kirche hat ihre Kirchenbücher geöffnet und damit war es der Rassenhygienischen Forschungsstelle möglich, wirklich den letzten Angehörigen der Minderheit aufzuspüren. Und
Die Kirche hat diesen Teil der Geschichte nie aufgearbeitet. Das hat meinen persönlichen Glauben nie erschüttert. Ich bin im Glauben meiner Kirche erzogen worden. Mein Vater hat, wie gesagt, sein Überleben auf seinen Glauben zurückgeführt. Aber die Institution der Kirche hat sich ihrer Verantwortung aus dieser Geschichte bis heute nicht gestellt. Wie erleben Sie denn die Gespräche mit den Bischöfen, den Kardinälen hier in Deutschland? Sie haben ja selber in der Familie 13 Angehörige verloren an den Holocaust. Sie sind ermordet worden in Auschwitz oder auch in Ravensbrück. Wenn Sie denen gegenübertreten, wie reagieren die Bischöfe? Eigentlich müsste doch diese Verantwortung, für die die katholische Kirche damals mitverantwortlich war, auch eingestanden werden. Im Einzelnen gab es positive Gespräche mit Herrn Zöllisch. Es gab das Gespräch mit Kardinal Lehmann, den ich sehr, sehr schätze, der sehr ausgewogen, sehr verantwortungsvoll ist, sich auch der Geschichte gestellt hat, uns in unserem Haus besucht hat, mit mir durch die Ausstellung gegangen ist. Aber der offizielle Teil, ja, das, was der Vatikan ist, was die Kirche als Ganzes ist, gab es nie eine Erklärung der Verantwortung aus der Geschichte, dass man sich dem Teil seiner eigenen Geschichte stellt und das Versagen, sich nicht schützend vor Glaubensbrüder gestellt zu haben, dazu bekennt. Das hat so nicht stattgefunden. Eine führende Person, die ich sehr geschätzt habe, das war Papst Johannes Paul und sein Nachfolger, Papst Benedikt Herrn Ratzinger. Aber es ist nie, trotz meiner Bitte und der Bitte von Überlebenden, bei Ratzinger zu einem Gespräch gekommen, um ihm die prekäre Situation unserer Minderheit auch heute darzulegen und heute in der schwierigen Situation die Hilfe und die Unterstützung zu bekommen. Herr Tebsen, wenn Sie mir noch eines erlauben, Sie haben meine Eltern angesprochen. Mhm. Und ich denke, dabei ist es wichtig, wissen Sie, die Maßnahmen der Nazis liefen parallel zur Shoah von den Juden. Alle Gesetzgebungen, also von den Nürnberger Rassegesetze, die galten auch für Sinti und Roma mit ihrem Ausschluss. Himmler hat einen Erlass herausgegeben, also die Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus in Angriff zu nehmen. 1938. Mhm. Und meine Eltern hatten Lichtspieltheaterbetriebe. Ich will das nur mal auch ein Stückchen weit verdeutlichen. Und bereits 1934 hat die Gaustelle Hessen-Nassau, dort lebten meine Großeltern, den Antrag gestellt, meinen Großvater aus der Reichsfilmkammer auszuschließen. Mhm. Mein Großvater hat dagegen Beschwerde eingelegt und er bekam von der Reichsfilmkammer Recht, weil es damals noch Restbestände von Rechtsstaatlichkeit gegeben hat. Die Antwort der Reichsfilmkammer war, dass alleine ein zigeunerisches Aussehens, das war der Vorwurf der Gaustelle Hessen-Nassau, nicht ausreiche, einem Volksgenossen den Broterwerb zu entziehen. Heil Hitler. Mein Großvater wurde festgeschrieben, aber nicht, weil er Nomade war. Danach 1937, 1938, und ist dann 1942, also mit dem Auschwitzerlass, nach Auschwitz gekommen. Mein Großvater ist in Auschwitz ermordet worden. Er war schon ein alter Mann. Und meine Großmutter kam nochmals auf einen Transport nach Ravensbrück und ist in Ravensbrück ermordet worden. 13 Personen meiner Familie, die dokumentiert werden können für den Holocaust an unserer Minderheit, die ihre Wurzeln 600 Jahre in diesem Land zurückführen kann. Preußische Familie lebte in Oberschlesien, war auf ihre Herkunft als Preußen immer sehr stolz, nannten sich preußische Sinti, aber all diese Integration und diese Bereitschaft, auch für ihr Land einzustehen, wie viele Sinti und Roma, die Soldaten beim Kaiser waren und gegen Frankreich mitgekämpft haben, hoch dekoriert waren, all das hat ihnen in der Nazizeit nichts genützt. Und jetzt müssten wir
den Bogen mal schlagen in die Jetztzeit, weil Sie beschreiben ja eine Zeit, in der es Vorurteile gab gegen Sinti und Roma. Diese auch zum fruchtbaren Boden gewissermaßen wurden dann für diese systematische Vernichtung, die stattgefunden hat im Dritten Reich. Man ist immer sehr vorsichtig bei Vergleichen, auch mit der Jetztzeit. Trotzdem, wenn Sie sowas hören, wie beispielsweise, dass in Michalovice in der Slowakei eine Mauer gebaut wird, um die Roma-Siedlung abzutrennen vom Rest des Ortes. Ähnliches ist in Italien vor einigen Jahren geschehen. Wenn in Baramaya in Rumänien Roma und Sinti umgesiedelt, zwangsumgesiedelt werden sollen in eine alte Chemiefabrik, wo der Boden verseucht ist. Wenn autonome Nationalisten in Rumänien fordern eine Sterilisation der Roma- und Sinti-Frauen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Das wird ganz einfach Ängste, vor allen Dingen natürlich noch bei den wenigen Überlebenden. Die kennen diese Hetze in der Öffentlichkeit. Wir sehen, dass es eine Zunahme ja bei den rechtsextremen Parteien gibt. Der Rassismus, der sich gegenüber unserer Minderheit ausdrückt, ist auch auf der anderen Seite gegenüber der jüdischen Minderheit mit Antisemitismus spürbar. Rechte Gruppierungen laufen provokativ durch Wohngebiete von Roma, durch Wohngebiete von jüdischen Menschen. Wir haben heute eine Wirtschaftskrise und wir wissen aus der 600-jährigen Geschichte, dass in Krisenzeiten natürlich Sündenböcke gebraucht werden. Und wir verspüren das, dass heute schon wieder Sinti und Roma für die Arbeitslosigkeit, für den wirtschaftlichen Niedergang und für die Kriminalität ja in deren Propaganda verantwortlich gemacht werden. Und unsere Gesellschaften brauchen einen Schuldigen. Und die Klischees und die Vorurteile gegenüber unserer Minderheit, wie auch der Antisemitismus, die führen weit in die Geschichte zurück. Und unsere Gesellschaft, die europäische Gesellschaft, ist nicht resistent gegen diesen Virus. Und das heißt, etwas, was seit vielen Jahrhunderten vorhanden ist, diese Antipathie, diese Vorurteile kochen in Zeiten wirtschaftlicher Engpässe besonders noch mal hoch. Das ist ja eine alte Erkenntnis, aber Sie haben sich selber gerade aktuell auch ein Bild gemacht. Sie sind auf dem Balkan gewesen, Sie waren in Serbien, Sie waren in Bulgarien. Was ist die Situation vor Ort für die Roma in diesen Ländern? Also man muss sagen, dass es für die Roma dort keine homogene Situation gibt. Es gibt sehr unterschiedliche Lebensqualitäten. Man muss aber sagen, dass ein Großteil der Leute ohne Perspektive lebt in diesen Ländern. Das sind die Leute, die mit dem Ende der Planwirtschaft ihre Jobs verloren haben. Man kann sagen, 85% derer waren vorher im sozialistischen System in Arbeit gewesen und mit der Marktwirtschaft waren das die Ersten, die ihre Jobs verloren haben. Mit dem Verlust der Jobs haben sie ihre Wohnung verloren, weil sie die Kosten von Müllabfuhr, Wasser, Strom und so weiter und Miete nicht mehr bezahlen konnten. Dadurch sind Armutsghettos entstanden, die sich heute in einem menschenunwürdigen Zustand befinden, ohne Kanalisation, ohne jede Form von Infrastruktur. Man hat die Leute dorthin abgeschoben. Sie werden mit der Wohnsituation schon stigmatisiert. Sie haben aufgrund dieser Wohnsituation in der Gesellschaft überhaupt gar keine Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden. Und die Ausgrenzung geht sogar so weit, dass das Bildungssystem für die Minderheit in diesen ghettoartigen Wohnsituationen gar nicht mehr zugänglich ist, dass es abgetrennt ist, dass sie separate Schulen haben und damit eben ohne jede Form von Perspektive sind. Gibt es da Bemühungen, das zu ändern? Ich habe über diese, was Sie gerade ansprachen, Segregation, also diese Trennung zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen, gelesen, dass es in einigen dieser Länder Anstrengungen gibt, dass die Schulen eben nicht nur einen hundertprozentigen Anteil an Roma und Sinti beispielsweise haben, sondern dass man versucht, auch durch Busfahrten die Schulen wieder anteilig zu verändern. Also Desegregation, wie man das nennt, zu betreiben. Ist das erfolgreich auf dem Balkan? Also es gibt die
die Versuche, die man jetzt wieder vornimmt, weil aus demografischen Gründen muss es ja jedem klar sein, es gibt gerade eben bei der Roma-Minderheit einen hohen Anteil von jungen Leuten, die werden in der Zukunft in den Arbeitsprozessen gebraucht. Also den Geist, den man aus der Flasche gerufen hat, den muss man jetzt versuchen, wieder zurückzubringen. Und dass man die Leute wieder in den Arbeitsprozess und vor allen Dingen die jüngere Generation eben in den Bildungsprozess wieder mit einbezieht. Also diese Form von Apartheid in Europa schadet Europa. Und die Länder in Osteuropa, also ich sehe das zum Beispiel in Ungarn, aber auch in Tschechien und in Rumänien, dort gibt es jetzt Versuche, eben einen anderen Weg einzuschlagen, auch auf Druck eben auch der EU. Man kann nicht 10 bis 12 Millionen Sinti und Roma, die in Europa leben, eben ganz einfach ausschließen. 7,5 Millionen leben innerhalb der Europäischen Union. Sie sind seit Jahrhunderten Bestandteil der Staaten, in denen sie eben seit Jahrhunderten leben. Sie sind Bürger dieser Staaten und sie müssen wieder in die gleichberechtigte Teilhabe aufgenommen werden. Interessant ist, dass es auf dem Balkan beispielsweise sehr unterschiedliche Erfahrungen momentan gibt. In einigen Ländern zwar auf dem Papier Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, auch im Zuge der EU-Osterweiterung, wo man bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen wollte, um in die EU zu kommen. Das heißt, auf dem Papier mehr Rechte für nationale Minderheiten auch in diesen Ländern. In der Praxis aber eigentlich so gut wie nichts, was das angeht. Es gibt aber auch einige Länder mit positiven Ansätzen. Nehmen wir mal Mazedonien, da gibt es einen Minister für die Belange der Roma. Es gibt zwei Parteien, mit denen die Roma vertreten sind, auch im Parlament teilweise. Es gibt Bürgermeister, Romanes, die Sprache wird an den Schulen, an einigen Schulen zumindest auch gelehrt. Es gibt zwei Fernsehstationen, einen Radiosender. Ist das ein Modell? Also kann man sagen, das ist das, was eigentlich erforderlich ist, dass die nationale Minderheit in diesen Ländern jeweils eben auch entsprechend gefördert und unterstützt wird? Wie gesagt, Herr Thewissen, es gibt nicht nur die einseitige Situation des Negativen, es gibt auch einen Teil von Angehörigen der Minderheit, die normal in den Ländern integriert sind, die eben auch in allen gesellschaftlichen Bereichen vertreten sind. Nur das sind eben auch Leute, die wiederum auf der anderen Seite ihre Zugehörigkeit eben nach außen hin nicht preisgeben. Die Situation der Länder, die haben natürlich mit ihrem Beitritt alle Abkommen unterzeichnet. Aber diese Abkommen und diese Verfassungen, die ja demokratische Verfassungen sind, sind zunächst nur Papier. Und es bedarf natürlich für die Demokratie auch einer demokratischen Kultur in der Gesellschaft. Der Unterschied, der West- und Osteuropa voneinander unterscheidet, ist, dass wir in Westeuropa auch ein breites, selbstbewusstes, zivilgesellschaftliches Engagement haben, die sich eben hier mit Missständen ganz einfach auseinandersetzen. Und diese Situation, das müssen wir eben auch in Osteuropa erreichen. Ich habe zum Beispiel mit Herrn Minister Balog aus Ungarn, Ungarn ist ja eine sehr schwierige Situation, da gibt es ja auch einen sehr starken und erschreckenden Antisemitismus. Und gibt es die Partei Jobbik. Mhm. Und ich habe mit ihm das Gespräch geführt und Herr Balog ist für mich jemand, der bemüht ist, der schon von früher her, kommt ja aus dem kirchlichen Bereich, Kontakte zu Roma hatte, mit in Schule gegangen ist und der sich da bei der Regierung von Orbán engagiert. Und es gibt Beispiele im schulischen Bereich, wo es da jetzt Initiativen gibt, sehr gezielt Roma eben zu fördern. Der ungarische Botschafter hat sich hier in Deutschland zum Beispiel mit Industrieunternehmen zusammengesetzt, dass wir Ausbildungsplätze in Deutschland bei Mercedes, bei Opel oder Vorschlag an das ZDF, Journalisten hier ausbilden, die sich dann in ihrem Land als Vorbilder gelten und Signale
setzen und sich damit eben auch bürgerrechtlich eben hier zur Verbesserung der Lebenssituation. Es gibt ja eine ganze Reihe von positiven Beispielen, wie Sie vorhin schon genannt haben. Menschen, die in der Gesellschaft so integriert sind, dass sie in vielen Funktionen hier auch tätig sind, dass sie Vorbild sind. Und trotzdem gibt es dann einen Bundesinnenminister, der im April 2013 hingeht, und Sie haben das öffentlich kritisiert, gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, den Niederlanden, Österreich fordert, dass die Armutszuwanderung in der EU noch viel stärker beschränkt werden müsste. Man will wieder Einreisesperren, die bisher nur zum Beispiel bei Scheinheiraten existierten, die will man ausdehnen. Auch bei Missbrauch von Sozialleistungen, wenn der nachgewiesen werden kann, soll es diese Wiedereinreisesperren geben. Wie empfinden Sie das? Ist das Abschottung oder muss ein Bundesinnenminister nicht auch tatsächlich sagen, es gibt Flüchtlinge aus anderen Ländern Europas, da muss man die Bedingungen doch verbessern, statt sie hier dann in Deutschland aufzunehmen? Schauen Sie, Herr Thewissen, mit diesen Schlagwörtern wie Missbrauch unserer Sozialsysteme, Missbrauch der Freizügigkeit, Kriminalität, diese Schlagwörter sind in der öffentlichen Diskussion auf dem Rücken unserer Minderheit ausgetragen worden. Das löst natürlich Ängste aus. Ich möchte Ihnen sagen, dass jede Form von Missbrauch zu verurteilen ist. Also wenn jemand die Sozialsysteme missbraucht, dann muss er eben dafür zur Verantwortung gezogen werden. Aber dass in dieser Form Populismus gegenüber einer Minderheit betrieben wird vor dem Hintergrund und in Anbetracht der Geschichte hier Vorurteile mobilisiert werden, ist unverständlich, weil man auf der anderen Seite genau mit diesem Populismus den Rechtsextremen die Grundlage gibt, vor der wir heute sprachlos sind, wenn wir jetzt die Prozesse von NSU sehen, wenn wir wissen, dass sie 10 Jahre durch unser Land gegangen sind, gemordet haben und dass unser Staat dies eben ganz einfach verschlafen haben soll. Also was ich nicht verstehe, ist, dass man jetzt versucht, ich möchte auch dieses Thema nochmals aufgreifen, mit der Begrifflichkeit, wir haben versagt als Eingeständnis und jetzt müssen wir uns wieder der Zukunft zuwenden, diese Debatte abschließen kann. Diese Vorfälle der letzten 10 Jahre, dass das in unserem Land möglich war, das hat Vertrauen zerstört. Wissen Sie, der Rechtsextremismus ist in unserem Land immer als Patriotismus verstanden worden. Jede Form von gewaltbereiter Ideologie muss abgelehnt werden. Das gilt für den Linksextremismus. Und das muss vor allen Dingen eben vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, vor dem Rechtsextremismus gelten. Wir dürfen den Rechtsextremismus nicht länger verharmlosen. Und ich denke, dass diese Debatte damit nicht abgeschlossen werden kann. Also diese Fehler, die wir jetzt hier so einfach eingestehen, sind ja nicht nur Fehler gewesen. Also die Leute müssen ja mit großer Sympathie weggeguckt haben. Das müssen ja Leute gewesen sein, die Verantwortung im Sicherheitsbereich getragen haben. Damit meine ich nicht eben die Leute an der Spitze. Ich meine die Abteilungsleiter, ich meine die Referatsleiter, die Informationen, die sie hatten, und das wissen wir ja zwischenzeitlich, nicht weitergegeben haben. Ich sage es nochmals, da muss noch genauer hingeguckt werden. Da ist sehr viel Vertrauen in unserem Staat kaputt gegangen vor dem Hintergrund der Geschichte. Und ich möchte betonen, dass Leute wie Herr Zirke mein Vertrauen haben, aus dem einfachen Grund, weil Herr Zirke sich seiner Vergangenheit, seiner Behörde gestellt hat, mit einem Kolloquium, die braunen Wurzeln des BKAs. Und wenn man diese Geschichte weiß, dann weiß man auch sehr viel über die Nachkriegsgeschichte, der unsere Minderheit ausgesetzt war in diesem Land als Sinti und Roma, der innere Feind waren, Herr. Da würde ich Sie nachfragen wollen. Sie haben ja
gerade den NSU-Prozess angesprochen. Wir haben auch da gesehen, bei den Ermittlungen haben die Fahnder oft in die falsche Richtung geschaut, weil sie Vorurteile hatten, haben gedacht, das käme aus dem Bereich des organisierten Verbrechens, möglicherweise im islamistischen Bereich wären die Täter zu suchen. Das heißt, da sind Opfer teilweise sogar verdächtigt worden. Das findet sich auch immer und immer wieder in den Akten im Umgang mit Sinti und Roma in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Es gibt ja dieses Urteil des Bundesgerichtshofes von 1956. Ich glaube, das muss man noch mal zitieren in dem Zusammenhang. Da hat der Bundesgerichtshof 1956 geschrieben, die Zigeuner neigen zu Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. 1956. Ist diese Geisteshaltung immer noch in Deutschland vorhanden? Auch die deutsche Bevölkerung ist keine homogene Gruppe und sie unterscheidet sich. Und es gibt Gott sei Dank in der Mehrheit eben Demokraten. Aber das war die Situation, der die Angehörigen unserer Minderheit nach 1945 beziehungsweise mit der Gründung der Bundesrepublik eben ganz einfach ausgesetzt waren, dass die Täter die Deutungshoheit hatten über die Opfer und gewissermaßen sich in der fortgesetzten Kriminalisierung der Minderheit selbst rechtfertigten über ihre Handlungsweise in Bezug auf die Deportation und ihre Beteiligung beim Vernichtungsprogramm. Und ich möchte in diesem Zusammenhang, also was die Suche der Täter im Zusammenhang mit den NSU-Morden, noch eines hinzufügen, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft in Heilbronn, ja, als die Polizistin Kiesewetter ermordet wurde, die Staatsanwaltschaft sehr schnell in die Öffentlichkeit den Verdacht geäußert hat, dass die Täter aus dem Sinti- und Roma-Milieu stammen könnten. Das ist ganz einfach ein Skandal, dass man in einem so schwerwiegenden Fall, ja, die Opfer und eine Minderheit eben zu Täter abstempelt, um damit eben diesen Fall, der ja ein sehr, sehr schwieriger Fall gewesen ist, ja, ganz einfach auch umzudeuten und Spuren zu verdrängen. Sind sich die Ermittler, die Polizeibehörden, die Behörden in Deutschland mittlerweile einig, dass das nicht in Ordnung ist, dass so etwas nicht passieren darf aufgrund von Vorurteilen, Klischees? Es gab bis in die 70er Jahre, ich glaube bis 1970 war es, eine Landfahrerzentrale in Bayern war das noch, die also die Daten über Sinti und Roma in Deutschland vorhielt und anwendete. Ist das ein für alle Mal vorbei oder gibt es das in deutschen Behörden immer noch? Herr Thewissen, da muss man da anschließen, dass es 1980 einen Hungerstreik von 12 Sinti im ehemaligen Konzentrationslager Dachau gegeben hat. Darunter waren damals auch 5 Überlebende, darunter auch einer, der in Auschwitz gewesen ist. Die sind nach Dachau gegangen und wollten die Bundesrepublik darauf hinweisen, ja, dass es gegenüber unserer Minderheit eine fortgesetzte Sondererfassung gegeben hat, dass man unserer Minderheit pauschal eine abstammungsbedingte Kriminalität unterstellt hat, dass man gesagt hat, es gibt eine genetische Veranlagung. LKAs und BKA haben Tagungen abgehalten in Bezug auf die Strategien. Also ich spreche jetzt von der Situation in den 50er, 60er, 70er Jahren, um die Minderheit eben hier zu bekämpfen beziehungsweise sie zu erfassen, der man eben Schaden gegenüber der Bevölkerung unterstellt hat. Und das war die Situation, in der wir uns befunden haben, wo es schikanöse Kontrollen gegeben hat von Polizeibehörden, Polizeibeamten, die schwer bewaffnet gewesen sind, die sogar als Erfassungskriterium die Nummer von KZ-Überlebenden, Auschwitz-Überlebenden als Erfassungskriterien in ihren Akten abgespeichert haben. Wir haben damals im Hungerstreik von der Bundesregierung gefordert, dass das ein Ende findet, dass die Verbrechen der Nazis endlich anerkannt werden als Völkermord, und zwar völkerrechtlich, dass die Benachteiligung in Fragen der Entschädigung, der finanziellen Entschädigung an Schaden an Leib und Körper, an Vermögensschaden, denn die Nazis haben ja auch einen Raubmord an unserer Minderheit vorgenommen, endlich wieder gut gemacht wird. Diese Aktion damals in
in Dachau hat dazu geführt, dass es dann langsam einen Umdenkungsprozess gegeben hat, dass 1982 Bundeskanzler Helmut Schmidt den Völkermord anerkannt hat. Mhm. Aber lassen Sie mich noch einen Satz hinzufügen. Das war auch die Situation, wo die Sicherheitsbehörden in Deutschland einen inneren Feind brauchten. Mhm. Später kam die RAF. Mhm. Dann hatte man ein anderes Bild. Mhm. Und auch da nochmal wichtig, es gibt ja eine Weiterentwicklung. Im Jahr 2010 zum Beispiel hat man in der Innenministerkonferenz ja sich darauf verständigt, dass nicht mehr in den Behördenakten vermerkt werden darf, welche Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung vorhanden ist bei Verdächtigen, wenn es nicht wirklich zwingend erforderlich ist. Ich lese den Satz mal vor. Auf die Zugehörigkeit einer Minderheit darf in der internen und externen Berichterstattung nur hingewiesen werden, wenn sie für das Verständnis eines Sachverhalts oder für die Herstellung eines sachlichen Bezuges zwingend erforderlich ist. Halten sich die Behörden in Deutschland daran? Man kann sagen, im überwiegenden Fall wird sich daran gehalten. Wir sind darüber sehr, sehr froh, weil gerade der Hinweis, dass ein bestimmter Angehöriger in Zusammenhang mit einem Vorwurf öffentlich benannt wird, fällt natürlich der Vorwurf der gesamten Minderheit zu. Und das macht natürlich eine Minderheit eben gesellschaftlich ganz einfach chancenlos. Es geht nicht darum, Straftäter zu schützen. Straftäter müssen beschrieben werden in ihrer äußeren Form, aber nicht mit ihrer Volksgruppenzugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit. Ich sage deswegen Religionszugehörigkeit, weil ja auch der damalige Innenminister von Hitler angeordnet hat, Frick, dass bei der Verurteilung von Nicht-Ariern wie Juden und Zigeuner die rassische Zugehörigkeit in der Berichterstattung hervorzuheben ist. In einem Rechtsstaat, wie die Bundesrepublik einer ist, hat nur der Einzelne sein Fehlverhalten für sich zu verantworten und nicht seine Volksgruppe. Das gilt ja auch für die Medienberichterstattung. Wir haben ja vor einigen Jahren mal intensive Diskussionen auch gehabt. Das ZDF hat mal in einer Sendung über den sogenannten Enkeltrick berichtet. Das heißt, eine bestimmte Methode, wie ältere Menschen, sagen wir mal, betrogen werden sollen. Und dahinter steckte eine Großfamilie ganz offenbar. Und wir haben damals in der Berichterstattung gesagt, so wie die Behörden das auch gesagt haben, damals jedenfalls, dass diese Familie aus dem Bereich der Sinti und Roma in Deutschland kommt. Darüber haben wir intensiv gesprochen. In der Tat kann man nur sagen, es hat eigentlich keinen unmittelbaren Bezug zur Tat. Außer dass Großfamilie vielleicht erklärt, warum eben so viele aus einer Familie an dieser Sache beteiligt waren. Wie schwer ist das, dass auch jetzt auseinandergehalten wird bei dem, was wir erleben, dass durch Zuwanderung, Armutszuwanderung beispielsweise eben aus Osteuropa und möglicherweise auch Kriminalität, die an der einen oder anderen Stelle damit zu tun hat, dass dieses alles in einen Topf geworfen wird mit zum Beispiel den Sinti und Roma in Deutschland? Das hat natürlich Auswirkungen auf das Bild unserer Minderheit in Deutschland, weil die Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit erhoben werden, eben hier am Beispiel unserer Minderheit öffentlich diskutiert werden. Aber wir haben zum Beispiel aus Rumänien, ich glaube 3,5 Millionen Menschen, die alleine aus Rumänien nach Westeuropa gekommen sind, von 21 Millionen. Und da ist der Anteil von Roma, der Anteil ihres Bevölkerungsanteils, etwa 10%. Wir haben aus Bulgarien einen Anteil von Roma bei einer Auswanderung, ich weiß nicht, von über einer Million, von 10%. Das heißt also 100.000, die nach Westeuropa gegangen sind. Also die Zahl derer, die hier herüberkommen, sind ja sehr gering. Und das alles am Beispiel einer Minderheit abzuhandeln und die Minderheit damit zu stigmatisieren, ist für den Rechtsstaat nicht zulässig. Brechen wir das mal runter auf die Situation in Deutschland. Da haben wir Zuwanderung gehabt aus Bulgarien und Rumänien. 147.000 Menschen in den Jahren 2007 bis 2011. Manche sind auch wieder gegangen. Das heißt, das ist nicht die Gesamtzahl, die in Deutschland geblieben ist. Und dabei hat man festgestellt, dass
hat der Sachverständigenrat der Stiftungen für Integration und Migration getan. Die ist festgestellt, dass 20,7% derer, die dazugewandert sind im Alter von 25 bis 44 Jahren, einen Hochschulabschluss hatten. Also mehr als in der deutschen Gesellschaft einen Hochschulabschluss haben prozentual. Das ist nämlich nur 18,1%. Und 72% einer Erwerbstätigkeit auch in Deutschland nachgehen. Ist das Bild der Zuwanderer schief, das wir in der Öffentlichkeit haben? Das ist schief. Ich habe gerade jetzt wieder die Debatte gesehen. Die Frau Bundeskanzlerin engagiert sich ja in dieser Frage. Und ich habe den Eindruck, dass wir immer hin und her springen zwischen Hü und Hot und eigentlich im Endeffekt gar nicht wissen, was wir wollen. Wir brauchen auf demografischen Gründen Zuwanderung. Wir brauchen qualifizierten Zuwanderung, aber wir brauchen auch Zuwanderung für weniger qualifizierte Jobs. Wir haben eine Situation, wo wir eine alternde Bevölkerung haben und wir brauchen Leute, die in der Zukunft ja in den Arbeitsprozess bei uns einsteigen, einen Arbeitsplatz bekommen. Das sind die Leute, die die Renten für die heutige Generation in unserem Land in der Zukunft ganz einfach sichern. Und eine derartige Debatte, die schadet uns, das haben wir zwischenzeitlich auch schon gemerkt. Viele Leute überlegen sich, ob sie in die Bundesrepublik gehen oder ob sie nach Amerika oder nach Kanada oder in ein anderes Land gehen, das ihnen freundlicher entgegenkommt. Wissen Sie, eine Minderheit herauszugreifen und sie zu kriminalisieren, Ängste zu wecken, die gleichzeitig dann die Grundlage für rechtsradikale Gewalt ist, um hinterher dann, wenn es Übergriffe gegeben hat, das Bedauern auszudrücken, das ist nicht ehrlich, das ist auch nicht hinnehmbar. Wie weit muss man trotzdem, sagen wir mal, ganz, ganz ehrlich auch Umstände beschreiben? Nehmen wir das Beispiel Zuwanderung von Rumänen und Bulgaren nach Duisburg. Da hat es im letzten Jahr 1.500 Zuwanderer gegeben aus Rumänien und Bulgarien. Keiner weiß, wie viel Sinti oder Roma. Ich benutze das Wort Sinti immer gleich mit, weil es eigentlich aber doch für den deutschsprachigen Raum gilt. Aber sagen wir dann Roma, zugewandert sind. Und die Menschen dort erleben diese Zuwanderer als störend, wie oft, wenn man Zuwanderer hat. Sie bringen eine Diebstahlserie, sie bringen Müll, sie bringen Lärm mit diesen Zuwanderern in Verbindung. Jetzt mal unabhängig davon, ob das wirklich unmittelbar miteinander zu tun hat, hängt das wirklich damit zusammen, dass es eben die Ärmsten der Armen sind, die da gekommen sind? Hängt es mit den extrem schwierigen Bedingungen in Deutschland zusammen, wie sie dann hier behandelt werden, wie sie aufgenommen werden? Wie weit darf man offen über diese Probleme und muss man auch offen über diese Probleme reden? Also wir greifen jetzt natürlich wieder ein Negativbeispiel heraus. Wir kennen das eben hier auch in Berlin, die Harzer Straße, ja. Zum Beispiel in Neukölln, wo Angehörige der Minderheit nach Berlin gekommen sind. Da gab es die Schlagzeilen Roma, Ratten, Müll, Schmutz, Dreck, Kriminalität. Und man hat die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Niemand von seitens der Stadt hat sich zunächst mal zuständig gefühlt. Von seitens des Berliner Senats gab es auch keine Hilfe. Und dann kam jemand von einer katholischen Wohnungsbaugesellschaft, der Aachener Wohnungsbaugesellschaft, und die haben das Haus gekauft. Man muss natürlich auch zu der Vorgeschichte sagen, das waren Leute, die gearbeitet haben für 3-4 Euro auf dem Bau oder sonst irgendwo, und Miethaie oder der Vermieter da in diesem Haus, der vorangegangene Mieter, die Leute natürlich ausgebeutet hat, hohe Mietforderungen gestellt hat, bis die Aachener Wohnungsbaugesellschaft gekommen ist, dieses Haus erworben hat, von Kopf bis Fuß saniert hat, erstmal dafür gesorgt hat, dass der Dreck weggekommen ist, weil das Haus war überbelegt gewesen. Daran hatte der Vorvermieter ein großes Interesse wegen seiner Mietforderung. Und jetzt ist eine Situation da, wo die Kinder in die Schule gehen, die anderen Kleinkinder eben in den Kindergarten gehen, die Erwachsenen Arbeit haben. Und wir haben eine integrierte Situation, die all dem widerspricht, was man vorher in den Medien, gerade an diesem Ort, über die Familien verbreitet hat. Auch hier das Engagement der katholischen Kirche ist da hervorzuheben. Aber da eben noch mal die Frage angeschlossen. Es ist ein
positives Beispiel, leider eines von ganz wenigen positiven Beispielen. Ja, ich möchte darauf. Was kann man tun, damit das mehr stattfindet? Die Städte, zum Beispiel in Duisburg, in Dortmund und Mannheim, das sind ja drei Städte, die immer in der Öffentlichkeit genannt werden, die sind ja willens, die Situation zu verbessern. Die sind ja sogar interessiert, diese Menschen da zu behalten, weil das sind ja Menschen, die dann auch wieder durch ihre Arbeit mithelfen, unsere Wirtschaft eben ganz einfach anzukurbeln. Wir brauchen ja junge Leute, aber es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Der Bund und das Land dürfen diese Städte nicht im Stich lassen, das alles nur den Städten überlassen. Als man die Beitrittsverhandlungen geführt hat und den Beitritt vollzogen hat, hat man die Städte nicht mit einbezogen. Die Situation in Osteuropa, das war der Bundesrepublik bekannt gewesen. Man kannte die Situation schon vor 20 Jahren und man hat den Beitritt vollzogen. Und jetzt darf man die Städte nicht im Stich lassen. Nehmen wir mal das Beispiel Mannheim, damit es noch plastischer wird. Die Stadt Mannheim sagt, es kommen etwa 200 Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien pro Woche. Das kostet, wenn man es hochrechnet, im Jahr die Stadt dann am Ende 7 Millionen Euro. Auch das Jobcenter hat erheblich mehr Aufwendungen, nachher von 20 Millionen etwa. Ist dann Geld vom Bund und von den Ländern, wäre das die Lösung für diese Problematik? Also man muss zunächst diesen Familien helfen, die da sind. Aber man darf eines dabei nicht vergessen. Man muss das Problem in Osteuropa regeln. Es darf nicht sein, dass Osteuropa eine Minderheit ausgrenzt. Die Menschen verlassen ja nicht ihr Land, weil sie keine Lust mehr haben, dort zu leben, sondern weil ihnen die Umstände überhaupt gar keine Lebensperspektive geben. Das heißt also, die Bundesrepublik und auch andere westeuropäische Länder müssen darauf dringen, und die Europäische Union, dass die Lebenssituation der Roma in diesen Ländern verbessert wird. Wir müssen den Leuten wieder das Heimatgefühl geben, das ihnen eben ein Stückchen weit von ihren Staaten genommen worden ist, indem man sie ganz einfach abgetrennt von der Gesellschaft ihrem Schicksal überlässt. Das ist nicht hinnehmbar. Die EU ist ein Zusammenschluss vieler Länder und es gibt bei uns die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit darf nicht eingeschränkt werden. Jemand, der hierher kommt und hier einen Job findet, der muss auch hier diesen Job behalten dürfen, egal welchen Hintergrund er hat. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das Gefälle zwischen Arm und Reich, wie wir es momentan eben in Osteuropa ganz einfach haben, und das betrifft ja nicht nur Roma alleine. Ich habe ja gerade gesagt, 3,8 Millionen Menschen sind alleine aus Rumänien ausgewandert nach Westeuropa. Das muss eben sich verändert werden. Die Menschen in den Ländern Osteuropas müssen die gleiche Lebenschancen eben vor Ort vorfinden, damit sie nicht mehr gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Was am Ende dazu beitragen könnte, dass hier auch das Bild in der Öffentlichkeit sich wandelt. Denn wir haben immer noch nach Umfragen Ergebnisse, dass 2/3 der Deutschen Sinti und Roma mit Vorurteilen begegnen. Dass 50% immer noch glauben, dass es bei Sinti und Roma in Deutschland einen Hang zur Kriminalität gibt. Das sind Umfrageergebnisse. Das klingt ja erschreckend. Was kann man dagegen unternehmen? Also erstens mal hat das Ganze natürlich keine Grundlage, denn viele Menschen in diesem Land, Vermieter oder Arbeitskollegen, wissen gar nicht, dass sie Roma und Arbeitskollegen eben als Nachbarn ganz einfach haben, weil der überwiegende Teil eben in der Anonymität ganz einfach lebt. Das hängt natürlich ein Stückchen weit mit dem zusammen, dass die Minderheit nach 1945 bis in die 80er Jahre hinein über die Medien auch natürlich kriminalisiert worden sind und die Bürokratie dieses Staates dabei mitgewirkt hat. Also es ist auch dahingehend nicht verwunderlich, dass, wenn man bedenkt, dass es immer noch 20% in diesem Land gibt, die eine antisemitische Haltung haben. Und da haben wir ja zwischenzeitlich etwas getan. Wir ächten den Antisemitismus, aber wir tolerieren den Antiziganismus. Mhm. Und da muss deutsche Politik etwas tun, um diesen Antiziganismus zurückzudrängen. Ist das eine Generationenfrage? Also haben wir es auch mit dem Phänomen zu tun, dass in der deutschen, ich sag mal, überalterten Gesellschaft sehr viele da sind, die noch die alten Vorurteile eben hegen?
während eine jüngere Generation vielleicht weniger diese Vorurteile pflegt. Nehmen wir mal als Beispiel für die ältere Generation eine Bundestagsabgeordnete, Erika Steinbach, die im Parlament sagt, in Bezug auf die Sinti und Roma, ihr dürft eure Frauen nicht verprügeln, ihr dürft die Mädchen nicht zwangsverheiraten, das ist ein Zitat. Aber es gibt noch andere aus dieser Generation, wo man den Eindruck hat, die hängen wirklich in erster Linie noch diesen alten Klischees nach. Wissen Sie, das sind eben die typischen Klischees, die man natürlich immer in der Minderheit anhängt. Also natürlich mag es jemanden geben, der seine Frau verprügelt, der Alkohol trinkt und der in unsere Vorstellung von Zusammenleben nicht hineinpasst. Und der Angehörige noch der Minderheit ist. Aber gibt es das nur bei Sinti und Roma? Gehen Sie mal in die sozialen Brennpunkte der deutschen Mehrheitsbevölkerung hinein und dann haben Sie ähnliche Phänomene. Ich halte das ganz einfach für gefährlich, derartige Appelle an eine Minderheit zu richten. Das Gleiche ist ja auch eben hier mit dem Ehrenmord. Wissen Sie, auf der einen Seite heißt es Ehrenmord und da wird das durch die Medien gezogen und bei dem anderen ist es ein Familiendrama. Ist dann der Weg, sich zu integrieren und sagen wir mal, Sie haben es vorhin ja auch beschrieben, viele aus Sorge, aus Angst, eben auch eher unauffällig zu leben, anonym zu sein, ist das vielleicht der falsche Weg sogar, weil man am Ende ja seine Herkunft, seine Traditionen möglicherweise auch verleugnet, statt zu sagen, wir haben tolle Traditionen, zu denen stehe ich, auf die sind wir sehr stolz. Und bei uns gehört nicht zur Tradition, zwangsverheiraten oder ähnliche Dinge, Frauen verprügeln, dass auf diese Weise eher ein stolzes, positives Bild auch von Sinti und Roma in der deutschen Gesellschaft entsteht. Das, Herr Thewissen, ist ja Aufgabe der Bürgerrechtsbewegung. Und in diesem Bereich hat es ja auch viele Erfolge gegeben. Sie vom ZDF haben ja mit dazu beigetragen, eben neben dem klischeehaften Bild auch ein reales Bild zu zeigen, nämlich Sinti und Roma, die in der Berufswelt stehen, in allen Bereichen, vom Leiter einer Kriminalpolizei bis zu einem Vertreter aus der Deutschen Bank und anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo Sinti und Roma eben auch sichtbar sind, aber wo sie ihren Arbeitskollegen nicht ihre ethnische Zugehörigkeit eingestehen. Und da in diesem Bereich müssen wir noch einiges tun. Die Bundesrepublik und die Bürokratie hat in weiten Bereichen viel getan. Also zum Beispiel in Schleswig-Holstein ist es so, dass Sinti und Roma neben Dänen und Friesen in der Landesverfassung stehen. Baden-Württemberg will bald folgen, möglicherweise. Baden-Württemberg will bald folgen. In Rheinland-Pfalz gibt es einen Vertrag zwischen unserem Landesverband und unserem und der Landesregierung, genauso wie in Bayern gibt es einen Landesvertrag mit unserem Landesverband. Und in diesem Vertragstext steht die Beziehung zwischen Minderheit und die Verpflichtung des Landes drin. Und da wird das Zusammenleben geregelt. Und ich habe gerade in der vergangenen Woche bei mir im Haus 10 Studenten gehabt, die beziehungsweise Abschlüsse von jungen Leuten Abschlüsse gehabt, die ihr Abitur gemacht haben und jetzt studieren wollen und die gekommen sind und wir sie eben hier für sie ein Stipendium empfehlen wollen. Und ich denke, das sind Prozesse, die müssen genauso gesehen werden. Und wenn wir es eines Tages erreichen, dass die Leute, die wir heute kennen, die in der Anonymität leben, bekannte Sportler, also wenn ich zum Beispiel an Fußball denke oder Leute im Film und Fernsehen, auch auf der internationalen Ebene oder gerade eben auch im Sport, bekannte Sportler, zum Beispiel im Bereich von Boxen. Das sind ja natürlich so klassische Bereiche, wo eben auch Minderheiten sehr stark vertreten sind. Das wäre wichtig, dass diese Leute sich zu ihrer Zugehörigkeit bekennen. Also man darf nicht nur alles schwarz-weiß sehen. Ich denke, dass sich eben im Bereich der Situation unserer Minderheit vieles verbessert hat. Also vorher waren die Zahlen sogar etwas höher, nämlich 64%, die Sinti und Roma als Nachbarn ablehnen. Wir sind heute bei 54. Die Arbeit ist noch nicht so alt. Im Falle der Juden gibt es immer noch 20%, die Juden
eben mit Klischeevorstellungen betrachten. Aber mir ist aus eigener Erfahrung da etwas aufgefallen, als ich groß geworden bin bei uns am Niederrhein. Da wussten wir um Sinti- und Roma-Familien in unserer Umgebung, in meiner Heimatstadt. Und ich habe das nie als vorurteilsbelastet oder negativ festgestellt. Also man hat zwar nicht unmittelbar was miteinander zu tun gehabt, aber es gab keine, sagen wir mal, negative Konnotation dabei, dass bei uns Sinti und Roma leben. Ja, da war keiner besorgt, jedenfalls in meiner Generation, dass jetzt irgendwie Kriminalität hochgeht deswegen oder ähnlich, sondern im Gegenteil, man hat das empfunden, schön, da ist Vielfalt eigentlich vorhanden. Ist das nicht etwas, was eine jüngere Generation jetzt auch als Chance hätte, zu begreifen, diese Vielfalt auch zu betonen? Bei mir taucht das immer im Zusammenhang, und wir haben da auch schon mal lange drüber diskutiert, mit der Frage auf des Begriffes Zigeuner, gegen den Sinti und Roma sich ja aus guten Gründen wehren, weil er halt über viele Jahrhunderte so negativ konnotiert war. Allerdings wird unter diesem Begriff auch manches, zumindest vielleicht romantisierende, aber auch Positives begriffen. Ist das nicht eine Chance, darüber noch offener zu diskutieren? Wir wollen ja nicht den Begriff austauschen, oder wir haben den Begriff ja nicht ausgetauscht, weil wir damit glauben, damit eben alle Klischees und Vorurteile zu beseitigen. Es ist keine Eigenbezeichnung. Wir nennen uns schon immer Sinti. Und der Überbegriff ist ganz einfach Roma. Aber wir gehen ja nicht so weit, dass wir jetzt dahingehend verlangen, dass der Zigeunerbaron verboten wird oder das Zigeunerschnitzel. Das sind doch alles Dinge, die haben sich doch in unsere Gesellschaft eingebürgert. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um die Souveränität, so bezeichnet zu werden, wie man sich selbst bezeichnet. Wir bezeichnen uns als Sinti. Auf der europäischen Ebene wird von Roma gesprochen, die vor allen Dingen eben in Osteuropa leben. Die internationalen Einrichtungen respektieren das, also wie UNO, Europarat, selbst der Vatikan, die Europäische Union, OSZE und so weiter. Bleiben wir noch einen Moment bei der Kirche, weil gemeinsame Werte, wir kamen von diesem Punkt, die Sinti und Roma sind Katholiken über viele Jahrhunderte schon. Ist das eine Grundlage, dass man dieses gemeinsame Teil zum Beispiel der katholischen Kirche in Deutschland zu sein, betont und dieses auch nutzt, dass Kirche sich, wir haben das Beispiel Harzer Straße besprochen, Kirche engagiert für dieses Zusammensein? Das ist wichtig, und das ist ein sehr positives Beispiel. Und ich kann dem nur hoffen, dass die katholische Kirche, und damit meine ich eben vor allen Dingen eben den Vatikan als solches, eben, wir haben jetzt einen heiligen Vater, der sich eben gerade für die Armut interessiert und dafür stark machen will. Und es wäre wichtig, wenn die katholische Kirche sich dieser Situation annimmt, um auch ein Stückchen weit dem Populismus und dem Wegschauen entgegenzuwirken, den Menschen zu helfen und den Menschen eine gleichberechtigte Integration zu geben. Ich darf, Herr Thewissen, das ist mir auch nochmals wichtig. Ich habe zum Beispiel in Ungarn dem Herrn Balog vorgeschlagen, also dem Minister, in den Bildungsunterricht mal das mit hineinzunehmen, dass es Roma waren, die damals, als es die Besetzung Ungarns durch die Sowjetunion gegeben hat, mit im Widerstand gewesen sind, dass es Roma gegeben hat, die noch in dieser Zeit wegen ihres Widerstands eben vor Gericht gestellt und dann zum Tode verurteilt worden sind. Dass es Roma waren, die mit zum Bestandteil der ungarischen Nationalität beigetragen haben, nicht nur mit ihrer Musik. Es gibt ja eine sehr lange Geschichte der Roma in Ungarn. Und diesen Teil der Leistungen, die unsere Minderheit in ihren jeweiligen Heimatländern vollbracht hat, also zum Beispiel für die europäische Klassik, Beethoven, Bach, Händel, Liszt, das muss man stärker auch ins öffentliche Bewusstsein rufen. Roma sind ja nicht Randgruppe, die heute hier leben, morgen da leben. Wir leben ja seit 600 Jahren in unseren Heimatländern, die Deutschen, Sinti und Roma, seit 600 Jahren in diesem Land. Uns werden immer diese Klischeebilder
entgegengehalten. Ja, wir produzieren ja nicht diese Klischeebilder. Die Klischeebilder werden eben von der Mehrheit uns entgegengebracht. Wir müssen uns immer gegen diese Klischeebilder wehren. In einem Rechtsstaat ist jeder individuell für sich verantwortlich. Wir sind ja keine homogene Gruppe. Wir sind genauso plural, wie andere auch plural sind. Ist das vielleicht auch der richtige Schlusspunkt für unser Gespräch, um zu sagen, dass eben die Tradition, auch das Schauen auf die Geschichte insgesamt, auf das Positive wie auch das Schreckliche, auf das Gemeinsame einen Lerneffekt hat. Ich will zum Schluss noch einen zitieren, der Ihnen, glaube ich, auch sehr wichtig ist, Roman Herzog, den wir vor kurzem im Kamingespräch hatten. Er hat 1997 gesagt, der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt worden wie der an den Juden. Sie wurden im gesamten Einflussbereich der Nationalsozialisten systematisch und familienweise vom Kleinkind bis zum Greis ermordet. Das ist das, was angefangen hat 1940 an eben jenem 16. Mai in Ingelheim, in Mainz und anderswo in Deutschland. Romani Rose, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Zentralrat der Sinti und Roma, der Vorsitzende dieser Organisation. Bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse am Kamingespräch vom Phoenix aus der American Academy in Berlin. Dankeschön. Und ich danke Ihnen.